Servus, liebe Sportpark-Freunde. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Rupert Hagenauer. Ich bin Physiotherapeut, Master Ernährung und Sport. Und im heutigen Video geht es um den richtigen Start in den Tag. Dich erwarten in den nächsten Minuten eine Vorbereitung von einem wunderbaren Frühstück, wie du deinen Tag optimal beginnen kannst. Bereit? Dann legen wir los. Dieses Frühstück wird ein selbstgemachtes Apfel-Zimt-Granola sein. Da werde ich euch gemeinsam die Zutaten vorstellen, was wir da alles reintun. Und der Vorteil davon ist, ich kann selbst entscheiden, wie süß mag ich das und kann mir selbst die Zutaten so zusammenschustern, dass es für mich einfach optimal ist. Los geht's! Die Basis fürs Granola werden auf jeden Fall Haferflocken sein, langsame Kohlenhydrate, reich an Eisen, Proteinen, Vitaminen, immer ein guter Start in den Tag. Das Ganze wird getunt mit Kokosöl. Das ist ein hochwertiges Fett, kann der Körper sehr gut verstoffwechseln und gibt auch einen angenehmen Geschmack. Ebenso die Kokoschips. Da gibt es noch den Knuspereffekt mit dazu und das ist beim Müsli natürlich immer eine angenehme Sache. Das Ganze tune ich dann noch mit Mandeln. Die dürfen meiner Meinung nach in keinem Granola fehlen und ist ein super Vitaminquelle. Und noch meine Körnermischung mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, gepufften Amaranth, Leinsamen, hochwertige Öle, viel E-Vitamin, viel B-Vitamin und natürlich auch gut für den Geschmack. Der Zimt darf nicht fehlen, es wird ein Apfel-Zimt-Granola und das ist natürlich essentiell für den Geschmack. Und die Apfelchips, die kommen dann nicht mit in den Backofen, die kommen erst im Nachhinein mit drauf. Und so ist unser Apfelzimtgranola schon mal fast vollständig. Und für die nötige Süße gibt es dann noch den Ahornsirup, der das geschmacklich dann vollständig abrundet. So, die ganzen Zutaten haue ich jetzt hier in eine Schüssel. Das Ganze dann zum Verrühren. Ich habe das Kokosöl jetzt geschmolzen. Einen Schuss Ahornsirup. Wir vermixen das Ganze gut. Die genauen Mengenangaben, die findet ihr natürlich unter dem Video. Das ist jetzt für circa 2 Portionen. Ein super Essen auch zum Mitnehmen. Jawohl. Das Ganze kommt dann auf ein Backblech. Versucht es das hier so gleichmäßig wie möglich verteilen. Das riecht schon mal köstlich so. Nach Kokos, nach Zimt. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad 10 bis 12 Minuten in den Backofen. Da schaue ich dann, dass es eine gute Farbe bekommt. Und dann ist es auch schon fertig. Okay, und während das Granola im Ofen schmort, machen wir uns noch unseren selbstgemachten Blueberry Protein Shake. Dazu nehme ich Heidelbeeren, weiße Bohnen, Banane und Milch. Das Ganze kommt dann wieder in den Mixer und es gibt einen wunderbaren Smoothie. Dann kommen die Heidelbeeren rein. Weiße Bohnen im Smoothie. Ich war auch skeptisch am Anfang. Bei den Bohnen ist wichtig, dass ich die richtig gut abwasche vorher im heißen Wasser. Ja, also da muss dieses ganze Aquafaba, das da mit dabei ist, dieser Bohnensaft, den muss ich da wegwaschen. Ja? Eine Banane, dann knapp oder gut 300 ml Milch. Jawohl.
Na, und dann lasse ich den hier mal performen. Okay, und dann schauen wir doch da mal rein. Perfekte Konsistenz, perfekte Farbe. Das schaut richtig gut aus. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, du freust dich aufs Ausprobieren. Ich hoffe, du hast Spaß dabei und dir schmeckt es gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte liken oder kommentieren oder beides. Und du findest natürlich die Videos in unserer Mediathek im Home Gym. Servus!